Hallo liebe Nosy Rosies, willkommen zu einer weiteren Episode von The Nosy Rosie. Und ja, ich habe euch ja versprochen, also heute ist ja themenfrei, dass ich mein Special endlich bringe, was ich euch versprochen habe. Und zwar habe ich gesagt, ich würde mich zum Affen machen und für euch ein paar Prominente vorspielen, also diese halt zu imitieren. Aber was ist besser als Imitation? Richtig, das Original. Ich habe diese ganzen Gäste, die ihr euch gewünscht habt, also diese ganzen Stars, habe ich jetzt heute einfach mal zu mir in die Wohnung eingeladen. Und ich habe einfach mal nachgefragt und die sind alle gekommen. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist wahr. Mhm. Also wir haben heute dabei Whoopi Goldberg, Peter Maffay, Horst Schlemmer, Gina Lisa, Ellen DeGeneres, ja, ihr werdet sehen. Das sind also eigentlich, glaube ich, wirklich alle dabei. Fast alle. Ja, und ich würde mal sagen, ich gucke mal hier in die Runde, also hallo. Freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Sie verstehen alle Deutsch, antworten allerdings oft auf Englisch, weil viele eben halt Amerikaner sind. Ja, kann man nichts machen. Ja, aber wir sind ja eigentlich international und wir verstehen uns schon irgendwie. Ja, also fangen wir mal an mit Whoopi. Whoopi. Ja, was denkst du über die Moderatorin von The Nosy Rosie? Everyone has their own story, you know. That it's just, it is slices of life through the eyes of these women. Ja, und letztens habe ich Gina Lisa angetroffen. Die konnte als einzige nicht da sein. Ja, sie ist halt auch ein vielbeschäftigter Star. Da kann man halt nicht überall sein, wie jetzt zum Beispiel eine Whoopi Goldberg, die natürlich auch mal Zeit hat und so. Da muss man schon die Differenzen sehen. Gina Lisa habe ich angetroffen und zwar in einem Hotel per Zufall. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, es wäre doch super, wenn du mal uns ein bisschen unter die Arme greifen würdest und auch nochmal einen Aufruf für die Sonntags-Rosie machen würdest. Und das hat sie ganz spontan einfach so zack, zack gemacht und ich war richtig froh. Hier ist das Resultat. So ihr Lieben, jetzt habt ihr die einmalige Chance. Bewerbt euch in der ganzen Welt, ihr könnt euch alle bewerben, denn das ist das wahre und einzige. Also, bewerbt euch jetzt. Bis bald. Zurück, Gina Lisa, wunderbar. So wie sie liked. Und lebt. So lieben wir sie. Ja, next guest. Ah ja, Beth Dito. Beth Dito, was gefällt dir denn am besten an den Nosy Rosies? Oder warum guckst du dir das manchmal an? Also was macht das? Ja, warum? I love just to look at things that people worked so hard on. See people's visions come to life. I think. It's really inspiring for me. Ja, und jetzt kommt Catherine Mooning. Moment. Ja, hi, Catherine. Ach so, ja, ich muss vielleicht noch dazu sagen, wahrscheinlich kennen nicht alle so den Namen. Sie ist bekannt geworden durch die Serie The L Word und spielt da die Shame. Und das finde ich Shame. Entschuldigung, geht weiter. Und ja, Catherine, hi. Could you please introduce yourself? Also, stell dich mal bitte vor. Hi everyone, I'm Catherine Mennig. I play Shane on The L Word. I'm very proud to be a part of the show, so I'm hoping that you like it and please be sure to keep watching. Thank you. Ja, was ich auch noch fragen wollte, was ist die allgemeine Meinung von den L Word Ladies von The Nosy Rosie? Also, wie denken die über unser Projekt? They've had nothing but wonderful, positive things to say about it. Mhm. Ja, und dann wollte ich auch noch mal fragen, wie geht's denn so zu bei euch auf Arbeit? Also bei den Dreharbeiten und so, wie geht's da? So, na, wie gibt man sich da?
You know, we're all very, very close. We're very, very close. You know, everyone on the cast. If anything, I can tell you, we unfortunately have, when we have group scenes, when all the characters are in one scene together, it actually becomes, you know, very difficult because we have giggle attacks, and most of the time the scene is about getting through it without laughing hysterically, and you know, we do our best to, you know, keep a straight face, but a lot of the times the director and the crew are just like, you know, waiting for you to get through it, like, and you know, it's just, we waste a lot of time, but majority of the time we in those group scenes we're trying not to laugh. Cool, wunderbar, danke, Catherine. Appreciate it, thank you. Ja, jetzt kommen wir noch zu Ellen DeGeneres, der Star überhaupt. Natürlich nicht so groß wie Gina Lisa, aber eben, es geht ja fast nicht, dass man über Gina Lisa ist. Ellen, ich möchte mit dir auch gerne mal ein bisschen ernstere Themen ansprechen, und zwar, also welche Meinung haben andere Leute gegenüber Lesben, also sagen wir mal so der Durchschnittsamerikaner? There's something wrong. You're not quite normal. There's something wrong. Well, there's nothing wrong. And someday people are gonna get it. Mhm. Und was sagst du zum Thema Homophobie? Ist das wirklich überhaupt noch vorhanden in der Gesellschaft? I didn't even realize the internal homophobia and the shame that I was still dealing with. Danke, Ellen. So, wir gehen gleich weiter zu unserem nächsten Megastar, Peter Maffay. Ich habe gehört, dass Sie ein regelmäßiger Zuschauer sind von The Nosy Rosie, aber ich habe auch gehört, dass Sie einmal ziemlich enttäuscht waren. Und zwar, ja, wie war das denn für Sie, als Amy unseren Kanal verlassen hat? Ich dachte, dass das war's. Und wie finden Sie jetzt The Nosy Rosie? Also wie war das für Sie, der Tag, wo Nosy Rosie auf Sendung gegangen ist? Ich habe mich so tierisch gefreut. Das war ein wunderbarer Augenblick. Ja, und jetzt noch an Pink eine Frage. Und zwar, Pink, wie viele Nosy Rosies machen zurzeit mit bei The Nosy Rosie? 10? 15? 7? Yep, genau, richtig, super. Ja, ich finde das ein wunderbarer Abschluss jetzt für unsere Sendung. Ein richtiges Rateresultat. Juhe, juhaisasa. In diesem Sinne möchte ich mich auch von euch verabschieden, aber ja, die Verlosung findet doch noch statt. Und zwar möchte ich erst nochmal allen danken, die mir da ihre Vorschläge geschickt haben. Vielleicht werde ich auch noch eines Tages die auch mal selber nachmachen. Nur leider ist mir das so ein bisschen abhanden gekommen, weil, ehrlich gesagt, ich habe nichts zum Verkleiden. Egal. Also ich möchte... Ich habe ja, Moment, ich muss jetzt gerade das Zeug mal holen hier. Ich zeige euch das mal schnell. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Jupp. Ja, und die werde ich jetzt verlosen. Ha. Und zwar suche ich mir jetzt einfach mal per Zufallsgenerator die Gewinner raus. Die Gewinner, die ich eben gerade aus der großen Lostrommel gezogen habe, die heißen... Hirnlos Nachi, da kann man mal sehen, was wir für ein tolles Publikum haben mit solchen Namen. Dann haben wir Claire87W, herzlichen Glückwunsch. Panzerraupe28, auch du kriegst einen Button. Und Love Drugs, kriegst auch einen. Dann Strumpfpunkt, auch einen. Miss Schoko Banana, oh la la, Latte Macchiato, hört sich alles gut an, also wollte ich jetzt beides nehmen. Dann Loreen, also Lo. Jetzt klopft da schon wieder mein Nachbar. Loren 94,
Du, für dich auch eine. Und Oktoberstern 5 kriegt auch einen Button. Ist das nicht toll? Ja. Also ihr kriegt das alles zugesendet und ich brauche aber jetzt noch eure Adressen. Also wenn ihr so einen wollt, dann, ich gebe euch jetzt eine E-Mail-Adresse an und an diese E-Mail-Adresse müsst ihr dann eure Adresse schicken und dann kriegt ihr auch euren Button portofrei nach Hause geschickt. Das war's. Bis dann. Okay. Tschüss.